Reisefreunde, heute begrüße ich Sie aus der schönen Residenzstadt Gotha. Am Bahnhof angekommen, nur wenige Schritte zur Straßenbahnhaltestelle, denn heute möchte ich mit Ihnen die Thüringer Waldeisenbahn Richtung Bad Tabatz über Friedrichroda besuchen. 1929 hier eröffnet worden und immer zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Ja, wir haben die Station Reinhardsbrunn hier erreicht. Hier besteht nochmal die Möglichkeit umzusteigen auf die große Bahn mit 1435 Spurweite. Hier haben wir die Meterspur, also auf den Gleisen können wir nicht tauschen. Und von hier aus kann man wunderbar auch weiter wandern. Eine super Sache. Ja, wir haben jetzt den Haltepunkt Marienglashöhle erreicht und jetzt möchte ich Sie mitnehmen in eine wunderschöne Kristallhöhle, hier gut erreichbar mit der Thüringer Waldbahn, und viel Spaß dabei. Reisefreunde, ich habe jetzt die große Freude, Melissa Schellenberg vorzustellen, die uns die Kristallgrotte hier in der Marienglashöhle etwas näher bringen wird. Ja, hallo ihr Lieben. Wie gesagt, mein Name ist Melissa Schellenberg und ich darf Sie heute hier und jetzt recht herzlich begrüßen in der Marienglashöhle in Friedrichroda. Und wir befinden uns hier und jetzt 40 Meter unter Tage in der wahrscheinlich schönsten und größten Kristallgrotte in ganz Europas. An den Stößen, an den Seiten, da erblickt ihr noch 2 bis 8 cm starke und bis zu 30 cm lange Marienglaskristalle. Und Marienglaskristall, das ist wasserhaltiges Calciumsulfat, schwefelsaurer Kalk. Es handelt sich hierbei um die reinste Form des Kristalles, um einen kristalliner Kristall. Und die Entstehung dieser Kristalle ist auch wieder auf die Entstehung des Thüringer Waldes zurückzuführen. Denn ihr müsst euch vorstellen, die Gipsgesteinsplatten drückten und schoben sich schräg und steil nach oben zusammen. Im Gestein selber bröckelte Gestein auf und es ist dieser Hohlraum entstanden. Gipswasser sickerte hinein und durch ganz hohe Temperaturen verdunstete das Gipswasser. Das gesättigte Calciumsulfat, das setzte sich ab und kristallisierte aus im Laufe von 5 Millionen Jahren. Und jetzt kann unser wunderschöner Kristall leider nicht weiter nachwachsen, nicht weiter nachentstehen, denn die Grotte, sie wurde geöffnet. Sauerstoff dringt herein, wir haben nicht mehr solch Drücke und Schübe und wir haben auch nicht mehr solch hohe Temperaturen. Jetzt ist es an uns, diesen kleinen Schatz für unsere Nachkommen noch zu bewahren. 1789, da wurde diese Grotte durch Zufall beim Abbau des Gipses von unseren Bergleuten entdeckt. Und ihr müsst euch vorstellen, die Bergleute standen vor dieser Grotte und die war damals ausgefüllt von der Sohle bis zur Fürste, vollkommen mit Marienglaskristall. Schellenberg, ganz herzlichen Dank. Ich denke, liebe Reisefreunde, wer jetzt nicht auf den Geschmack gekommen ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Nicht? Also die Marienglashöhle lohnt sich auf jeden Fall. Herzlichen Dank für die tolle Präsentation. Und ich sage tschüss, bis bald bei Brinkis Reisen. Und ich möchte Sie natürlich auch noch herzlich verabschieden. Und das werde ich tun mit dem alten Bergmannsgruß. Glück auf!